Der absurde Aufstieg der Bierpartei in Österreich. Das ist es doch. Stefan. Wichtiger Unterschied. Das hier ist ein österreichischer Politiker mit einer Fahne. Und das ist ein österreichischer Politiker mit einer Fahne. Versteht ihr? Egal. Einer Fahne. Dominik Vlasny aka Marco Pogo ist der Gründer der Bierpartei und die mischt das politische Österreich aktuell. Ich habe fast gelacht. Wir hatten schon mal ein Video über diesen Marco Pogo geguckt. Da hat er aber irgendwie so weirden Scheiß über Veganismus geredet, dafür, dass er eigentlich Veganer ist. Aber vielleicht war das auch einfach nur Troll. Ziemlich auf. Seine Partei formuliert klare Thesen auf, ich sag mal, ungewöhnliche Weise. Ob zur Freiheit des Einzelnen. Wir fordern uns andere auf! Zu Arbeitnehmerrechten. Volle Krüge, Stadtlohnabzüge! Jetzt sind so Satire- und Spaßparteien ja nichts Neues. Die gibt's in vielen Ländern. Bei uns zum Beispiel die Partei von Martin Sonneborn. Was soll das hier? Das ist keine Zirkusveranstaltung. In den Parlamenten spielen Satireparteien aber meistens keine Rolle. Bei der Bierpartei. Die Partei hat ja irgendwie im Europarat 3 Sitze, glaube ich. Oder 2. Weil es da überhaupt keine Beschränkung gibt. Darf ja jede Trottelpartei rein. Charles Barbecue, Foot Massage. Könnte das bald anders aussehen? In Umfragen zur österreichischen Nationalratswahl, also deren Bundestagswahl, kommt sie nämlich auf bis zu 12%. Und wirklich for real? Stefan, kannst du das verifizieren? Die kommen doch. Ich meine, Sarah Wagenknecht kommt momentan auch auf 3000% mit ihrer Partei. Ich meine, diese Wahlvorhersagen sind ja nie die Realität. Imagine, besser als FPÖ, warum machen wir das nicht in Deutschland? Warum? Oh, kleiner Wuff. Können wir nicht einfach so eine Besowski-Partei hier auch in Deutschland machen? Und unser letzter Wille, immer mehr Promille, Mille. Und als Österreich letztes Jahr einen neuen Bundespräsidenten gewählt hat, ist Bierparteikandidat Dominik Vlasny tatsächlich Dritter geworden. Aber warum ist die Bierpartei aktuell so beliebt? Dreht sich da wirklich alles nur um haha saufen? Oder ist ihre Politik bierernst? Und was kann sie tatsächlich politisch bewirken? Das alles klären wir jetzt. Sauf geht's. Der halbe Harkon-Chat, der Typ. Um die da oben, Bierpartei zu verstehen, müssen wir uns kurz eine Bewegung anschauen, die ist so weit weg von klassischer Politik wie Markus Söder von einem Leben als Veganer. Es geht um Punk. Punk lehnt sich gegen jede Autorität auf. Durch Kleidung, durch Musik, aber vor allem durch rebellisches Verhalten. Es ist also kein Wunder, dass die Bierpartei Österreichs zum ersten Mal in einem Punk-Song aufgetaucht ist. Und zwar von der Wiener Band Turbobier. Da merkt man. Ich glaube, Turbobier kenne ich sogar. Und auch direkt den anti-autoritären Vibe. Welche Politiker bleibt sicher nichts beim Alten? Das war 2014 und offiziell gab es damals die Partei noch gar nicht, aber Farben, Logo, alles stand schon. Ja, ich sag mal, also die Farben kennen wir in Deutschland, ja. Aber ich sag mal, als Grafikdesigner hat man sich da auch nicht viel mehr Mühe gegeben, als man es tatsächlich musste, ne? Aber Moment mal, woran erinnert mich dieses Logo? Anyway, 2015 hat der Sänger von Turbobier, Marco Pogo, dann wirklich ernst gemacht und die Bierpartei Österreichs gegründet. Dann ist erstmal ziemlich wenig passiert, bis es 4 Jahre später zu einem bedeutenden Moment in der österreichischen Politik gekommen ist. Ich täte, ey, wenn ich eine Partei aufmachen würde, dann wäre das ja auch so eine richtige Lachspartei. Und ich würde das Parteilogo in Comic Sans machen. Harkon-Partei. Einfach sowas. Deutsche Harkon-Partei. Anti-deutsche Harkon-Partei. So ein Ding. Und dann komplett in Comic Sans. Zur sogenannten Ibiza-Affäre. Der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ wurde heimlich dabei gefilmt, wie er sich mit einer gefakten Oligarchennichte getroffen hat. Er hat ihr vor. Das war auch so wild, ne? Das war so. Er hat ja noch gemeint, dass Böhmermann dahinter steckt, der Strache. Ich möchte die Rolle des Satirikers Jan Böhmermann in diesem Fall hinterfragen. Vorgeschlagen, Spenden an seine Partei zu verschleiern und Österreichs größte Zeitung zu kaufen, um die FPÖ zu pushen. Als das rauskam, ist die Koalition aus ÖVP und FPÖ zerbrochen. Und plötzlich hatte die Bierpartei ziemlich viel Futter, um gegen das politische Establishment zu schießen. Nach eingehender Betrachtung der politischen Ereignisse in unserem Lande sind wir, die Bierpartei,
zu der Erkenntnis gelangt, dass das alles ein Schaß ist. Das ist auch einfach österreichische Volkesseele, wie ich sie kenne. Na? Wenn du in Österreich sagst, das ist ein Schaß, und dann machst du nochmal eine Runde halbe für alle. Alles ist ein Schaß. Aber das ist die Volksseele bei euch. Politik beim Heurigen. Wir gehen zum Heurigen. Es gab Neuwahlen in Österreich. Die Bierpartei ist angetreten und hat bundesweit 0,1% geholt. Das sind nicht mal 5000 Stimmen gewesen. Scheißegal, trotz des miesen Ergebnisses hat Marco Pogo dann bekannt gegeben, dass seine Partei auch bei der Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien teilnimmt. Wir werden das Feld nicht den politischen Amateuren überlassen. In diesem Wahlkampf hat die Bierpartei dann ihre große Stärke entdeckt. Eine krasse Medienpräsenz. Marco Pogo, Spitzenkandidat der Bierpartei. Ich begrüße herzlich Dr. Marco Pogo. Marco Pogo bei uns von der Bierpartei. Marco. Hallo. Prost. Schönen guten Morgen. Ach, schönen guten Morgen. Und warum wurde ihr Spitzenkandidat überall eingeladen? Naja, die Bierpartei hat Spots wie den hier produziert. Pass auf, ich sag's, wie es ist. Und ihr werdet mir recht geben. Ihr werdet mir schon recht geben, bevor ich es jetzt laut ausspreche. Aber Marco Pogo wäre ein besserer Bundeskanzler als Olaf Scholz. Prove me wrong. Change my mind. Ein Bier bitte. Für mich auch. Für mich auch. Für mich auch bitte. Außerdem war das Hauptwahlversprechen ein Bierbrunnen. Der Bierbrunnen sollte hier am Wiener Schwarzenbergplatz stehen und wir werden einfach das Wasser abpumpen und Bier einpumpen. In den Wiener Landtag hat die Bierpartei es damit nicht geschafft, aber in die Bezirksräte. 11 Mandate hat sie da aktuell. Und was soll ich sagen, ihr Wahlkampfversprechen wurde umgesetzt. Mein Lieblings-Olaf-Scholz-Video ist ja immer noch dieses, wo sie da das Foto machen, alle mit den Bierkrügen in der Hand. Olaf Scholz beginnt einfach zu trinken und die Frau neben ihm, Herr Scholz, wir sollen nicht trinken. Herr Scholz. Der ja. Also fast. Nachdem ihr Antrag auf einen fest installierten Bierbrunnen nicht zugelassen wurde, hat sich die Partei einen mobilen Bierbrunnen gebaut. Hier ist er, euer Bierbrunnen! Mit solchen Aktionen und zum Beispiel einem Antrag zu einem Radlerverbot in der Öffentlichkeit hat... Kann man die wählen? Also kann ich die als Deutscher wählen? Ey, wir haben es schon mal geschafft, einen Österreicher in Deutschland zum Kanzler zu machen. Dann kann ich ja wohl mein Wahlrecht auch im Ausland wahrnehmen. Die Bierpartei Schlagzeilen gemacht. Das Spannende ist aber, neben diesen, ich sag mal, bierfixierten Forderungen machen die 11 Bezirksrätinnen und Räte ganz normale Lokalpolitik. Auf ihrer Website findet man 120 Anträge zur Beleuchtung. 3, 2, 1, Hakon, der war zu dem Zeitpunkt deutscher Staatsbürger, Hakon. An Bushaltestellen, zu Parkmöglichkeiten, zu Stolpersteinen und so weiter. Das ist etwas, was man der Bierpartei von ihrem medialen Auftreten her eher nicht zugetraut hätte. Und es ist ein wichtiger... 1, 2, 3, Bierpartei. Billy, dankeschön für 100 Bits. 1, 2, 3, Bierpartei. Bierpartei. Der Punkt. Hier verschwimmt nämlich die Grenze zwischen Satire und ernsthafter Politik. Auf der Bezirksebene wäre es unzulässig abwertend, die Bierpartei als Satirepartei zu bezeichnen, denn dort verfolgt sie konkrete lokale Projekte, auch wenn sie kritisiert wird. Sie ist mal bei den Bezirksparlamentssitzungen dabei und dann mal wieder nicht. Das sagt Österreichs bekanntester Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Und diese Tendenz zu mehr ernsthafter Politik konnte man besonders gut im Wahlkampf zur Bundespräsidentschaftswahl vergangenes Jahr sehen. Plötzlich trat die Bierpartei nämlich so auf. Ich habe in meiner kurzen politischen Karriere gemerkt, was uns diese Demokratie alles schenken kann, wenn man darum kämpft. Punk klingt irgendwie anders und sieht auch anders aus. Aber actually, auch die Partei hat tatsächlich interessante oder zumindest diskutable Parteiprogrammpunkte. Das Problem ist, dass die Partei trotzdem unwählbar ist, weil der Einzige oder die Einzigen, die da halbwegs was gerissen haben, waren Sonneborn und Semsrott, die sich ja auch zerstritten haben. Und diese ganzen Trottel in den Lokalverbänden, die versuchen einfach alle, die saufen einfach alle bloß und versuchen Martin Sonneborn zu imitieren und das auch noch sehr schlecht. Dr. Dominik Vlasny trat plötzlich im Anzug auf und verteilte Wasser statt Bier auf seinen Veranstaltungen. Gäh? Das ist auch ein etablierter ist es jetzt.
Und ja, ihr habt richtig gehört, der Mann hat einen Doktortitel. Vor seiner Karriere als Musiker hat Dr. Vlasny in einem Krankenhaus als Arzt gearbeitet. Während der Pandemie hat er sogar Fans bei seinen Konzerten geimpft. Von der Punkkutte zur Anzugsjacke ist es aber ja ein ziemlicher Sprung. Und deshalb versucht Vlasny jetzt, die von ihm erschaffene Kunstfigur Marco Pogo vom echten Politiker zu trennen. Der Dominik Vlasny hat den Marco Pogo erfunden und der Marco Pogo hat die Bierpartei erfunden und der Marco Pogo hat dem Dominik Vlasny die Bierpartei jetzt wieder zurückgegeben. Das wirft aber die... Okay, man könnte fast meinen, dass er sowas wie Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Also ich glaube, es ist nicht mal... Es gab schon mehrere Satireparteien oder zumindest ein bis zwei, dann wollen wir aber nicht so großzügig sein, die tatsächlich so populär geworden sind, dass sie tatsächlich irgendwann richtige Politik machen mussten. Ich komme gerade nicht drauf. Ich hatte mal irgendwas gelesen. Partei der Vernunft hieß das. Kriege ich aber nicht mehr hin, ist zu lange her. Piratenpartei in Island, stimmt. Die Frage auf, was will die Partei überhaupt? Ist das nur Quatsch mit Dosenbier oder entwickelt sich daraus wirklich eine ernsthafte Partei? Und wenn ja, wo steht sie politisch? Die Bierpartei ist am ehesten linksliberal zu verorten. Man kann zumindest aus Sicht der Wahlforschung und von Wählerwanderungsanalysen sagen, dass sie von SPÖ, aber auch Grünwählern stimmt. Wir haben in Deutschland die Nein-Partei, die sind einfach dagegen. Ja gut, parlamentarischer Opportunismus, nicht Opportunismus, Opposition, das macht ja die AfD. Also die AfD ist ja prinzipiell dagegen, was gerade passiert. Die AfD hat damals gesagt, als Corona ganz neu war, haben die gesagt, wir brauchen jetzt den Lockdown und wir brauchen die Maskenpflicht jetzt. Frau Merkel, warum handeln Sie nicht? Wir müssen das deutsche Volk schützen, bla und so weiter. Und kaum war Lockdown und Maskenpflicht, wir nehmen uns unsere Freiheit und wir können gar nichts mehr und wir werden alle eingesperrt. Als AfD musst du einfach nur sagen, das, was die Regierung macht, ist scheiße. Man abholen kann, sie selbst definiert sich nicht im Rechts-Links-Spektrum, aber da es kein vollständiges Programm gibt, von A wie Arbeitsmarktpolitik bis Z wie Zuwanderungspolitik, ist das inhaltsanalytisch gar nicht so einfach, was die Bierpartei eigentlich hat und wofür sie steht, außer für einen halbwegs sympathischen Parteichef. In der Satzung der Partei steht nur, sie fördere Chancengleichheit, Bildung, Umweltschutz, internationale Kooperation und eine vielfältige Gesellschaft. Aber so funktioniert auch Politik in Österreich und bei uns in Deutschland ist eigentlich auch gar nicht so viel anders. Man wählt ja gerade so im ländlichen Bereich, willst du nie Parteien, sondern du wählst immer Personen. Das mag in Großstädten schon wieder anders aussehen, aber so in den ländlichen Bereichen wählst du immer, ja, da willst du den Hupsi oder den Martin oder keine Ahnung, da ist scheißegal, willst du welcher Partei der gehört. Und in Österreich ist es auch so, dass man da, deshalb sind so Leute wie Strache und Haider und so enorm populär geworden, weil es ist so fesche Bur. Das hat Falco in einem Interview mal gesagt, die Inhalte sind scheißegal, solange die Person selber, solange die fesch ist, es so fescher, ein Mann, ein weltgewandter Mann, ein fescher Mann, dann passt schon. Da geht's unwahrscheinlich um den Charakter dahinter und nicht um die Inhalte. So oder so ähnlich würden das wahrscheinlich alle Parteien der politischen Mitte unterschreiben. Und genau das hat es Vlasny auch schwer gemacht, sich inhaltlich im vergangenen Jahr beim Präsidentschaftswahlkampf vom Amtsinhaber Alexander Van der Bellen abzusetzen. Ich hätte wahrscheinlich ähnlich gehandelt wie der Amtsinhaber. Aber wozu braucht man sie da? Naja, lassen Sie mich nochmal sagen, es gibt natürlich inhaltliche Überschneidungen. Ja? Wir sprechen da von aber relativ normalen Zugängen zu Themen. Wenn Monte sich zur Wahl stellen würde, wäre er Kanzler. Ich verstehe, wo du herkommst. Das Gute ist, Thor Wolf, die Leute, die Montana Black wählen, die dürfen nicht wählen. Die ihn gucken, die dürfen nicht wählen. Also der Montana Black-Zuschauer ist ja im Durchschnitt irgendwie 11 Jahre alt. Und hat 3 Löffel Gamers Only in der Nase. Die dürfen ja haben ja zum Glück noch kein Wahlrecht. Zum Beispiel dem Klimaschutz. Klimaschutz, Kinderarmut, Gender Pay Gap, das sind nur ein paar Themen, die Vlasny plakatiert hat. Dazu gab es aber quasi keine konkreten Forderungen, sondern nur den Aufruf, red mal drüber. Fairerweise muss man sagen, ein Bundespräsident kann bei diesen Themen sowieso nicht mehr machen, als drüber reden. Für den Erfolg der Bierpartei scheinen Inhalte aber auch keine große Rolle zu spielen. Der Hauptgrund für den Zuspruch der Bierpartei hat mit der Partei selbst sehr wenig bis gar nichts zu tun. Es ist einfach die Verdrossenheit über etablierte Parteien und über klassische Politikertypen so groß, dass jeder, der irgendwie anders auftritt, eine Chance hat. Der Gründer und Chef der Bierpartei, Dominik Vlasny, ist einerseits studierter Mediziner, also Arzt, andererseits tritt er als Rockmusiker und als Künstler auf, weil irgendwie anders ist das auf jeden Fall.
Kann man wohl so sagen. Dominik Vlasny wirkt nicht wie ein klassischer Politiker. Okay, natürlich habe ich mal einen Joint geraucht, ja. Ist eine illegale Droge, oder? Ja. Ja, na und? Ist eine illegale Droge, na und? Und jetzt verhaften Sie mir doch. Wollen Sie den Bundeskanzler einsperren? Also doch. Ist schon länger her, ja. Nur einmal. Vielleicht auch zweimal. Dieser Ausschnitt aus einem Interview ist viral gegangen. Und wenn man mal ehrlich ist, dann wird hier noch ein zentraler Inhalt der Bierpartei angesprochen. Drogen. In Bier ist Alkohol, Alkohol ist eine Droge und bei einer repräsentativen Befragung für das Gesundheitsministerium kam raus, dass in Österreich etwa 370.000 Menschen als alkoholabhängig eingestuft werden können. Das sind grob 5% der Bevölkerung. Ey, wenn ihr glaubt, in Deutschland wird gesoffen, ne? Wenn ihr denkt, in Deutschland trinken die Leute viel, dann macht mal Urlaub in Österreich. Ihr werdet denken, dieses Land ist komplett clean. Holy shit, Alter. Österreich saufen ist aber ganz next level. Erst im Oktober hat die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen ihre... Ich hab da 6 Monate gelebt, ne? Ich war keinen einzigen Tag nüchtern. Empfehlungen zum richtigen Umgang mit Alkohol angepasst. Sinngemäß heißt es da, sowas wie gesunden Alkoholkonsum gibt es nicht. Egal wie viel man trinkt, es ist immer gut, den eigenen Alkoholkonsum zu reduzieren. Als Mediziner kennt Vlasny die Problematik natürlich. Trotzdem sagt er... Man kann Bier gut finden, man kann gern mit Freunden im Gasgarten sitzen und ein Krügel trinken und man kann Alkoholismus fürchterlich finden. Und wir haben auch in unserer politischen Arbeit auf Bezirksebene Anträge gestellt zur besseren Kommunikation von Suchthilfeeinrichtungen. Das steht halt im krassen Widerspruch zu Slogans wie, es muss nicht immer ein Rausch sein, man kann auch mit 12 Bier Spaß haben. Aber das wirkt alles auf mich tatsächlich sehr vernünftig und tatsächlich auch irgendwie greifbar. Also das Problem, was viele Leute mit Politikern haben, ist ja, dass die komplett abgehoben und irgendwie, ne, so die da oben, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und bei dem hat man jetzt so den Eindruck, ja, das ist einer von uns, ne, der könnte auch, das ist so einer, mit dem kannst du auch einfach eine Runde Bankklatschen spielen. Und im Kampagnenmotto Make Wien Dicht Again. An dem Thema zeigt sich ganz gut der Spagat. Ihr wisst jetzt nicht, was Bankklatschen ist. Ihr habt es vielleicht auch nicht zwangsläufig was verpasst. Lasst mich trotzdem Bankklatschen erklären. Für den Fall, dass ihr bei Gelegenheit mal Langeweile habt und keine Freunde mehr haben möchtet. Ihr braucht eine Bank, auf die wird sich gesetzt im Schneidersitz. Und zwar gegenüber. Man sitzt sich im Schneidersitz gegenüber. Beide gucken sich an. Und dann gibt es immer einen, der quasi eine Schelle austeilen darf und mit der Schelle muss er den anderen von der Bank runterklatschen. Derjenige, der geschellt wird, darf sich quasi so die Hände so hinhalten, so ums Ohr zu schützen und alles und dann wird auf die Hände wird drauf geschellt. Und das Ziel ist es, die Schelle so saftig zu platzieren, dass der andere von der Bank runterfliegt. Gerade den Vlasny und seine Bierpartei mittlerweile versuchen. Auf der einen Seite Satire, auf der anderen Seite werden immer mehr auch ernste Themen angesprochen. Vielleicht kommt euch die Entwicklung auch ein bisschen bekannt vor. Wenn man in Deutschland an eine Satirepartei denkt, dann kommt einem safe in erster Linie die Partei in den Sinn. Und auch die hat, um sich zu etablieren, auf ein Markenzeichen gesetzt. Bei ihr war das zum Beispiel... Lass mich raten, 90% der Leute, die Bankklatschen machen, sind Männer. Richtig. Ich habe tatsächlich einmal gegen eine Frau Bankklatschen gespielt und die hat mich... Ich habe mich einfach nicht getraut, ne? Das war ihr Vorteil. Die meinte, komm, wir spielen das jetzt auch. Ich so, was? Was? Ja, wir spielen jetzt gegeneinander. Ich so, nein, ich kann... Und dann habe ich mich einfach runterkloppen lassen, ne? Spiel dieser befremdlich autoritäre Touch mit den grauen Anzügen, roten Krawatten und den Armbinden. In anderen Parteien sind das wieder andere kulturelle Elemente, wo man anknüpfen kann. Aber auch solche Parteien, satirisch, Spaßpartei, anders sein, neue Partei, brauchen natürlich irgendeine Marke, die auch zur Aufmerksamkeit führt. Satireparteien knüpfen natürlich an irgendeiner Eigenart des jeweiligen Landes und damit manchmal auch der Politik an. Vielleicht wissen es einige von euch schon gar nicht mehr. Die Partei gibt es immerhin schon seit knapp 20 Jahren. Am Anfang war sie in erster Linie mit einer Forderung unterwegs. Sie wollte die Mauer wieder aufbauen. Ja, das finde ich auch tatsächlich ziemlich Panne nach wie vor. Also dieses Mauer wieder aufbauen von der Partei, das finde ich schon, ich weiß schon, wie es gemeint ist, aber trotzdem finde ich das ultra geschmacklos. Hoch, hoch, hoch mit der Mauer! Im Laufe der Jahre ist sie dann immer bekannter geworden, hat immer mehr Themenfelder satirisch kommentiert und sogar Promi-Kandidaten wie Nico und Maxim von KIZ und den Comedians Serdar Somuncu an den Start gebracht. Aber es ist auch schlecht gealtert mit dem Kanzlerkandidaten. Zur nächsten Europawahl 2024 soll jetzt die Autorin Sibylle Berg antreten.
Und die Partei hatte durchaus schon einige Erfolge zu feiern. Seit 2014 ist Parteichef Sonneborn im Europaparlament vertreten. Werte, 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 Properte. Bei der Europawahl 2019 hat die Partei dann stabile 2,4% geholt und wegen der fehlenden 5%-Hürde gleich 2 Abgeordnete nach Brüssel geschickt. Nico Semsrott ist später aber aus der Partei ausgetreten. Er war mit Sonneborns Kritikfähigkeit nach einem Joke, der ein rassistisches Klischee bedient, nicht sonderlich happy. Aber auch bei der Partei zeigt sich, sobald man Verantwortung trägt, lässt sich ein konsequent satirischer Kurs nicht mehr durchhalten. Sonneborn hatte zum Beispiel eigentlich angekündigt, im Parlament immer abwechselnd mit Ja und Nein zu stimmen. Wenn es aber knappe Abstimmungen gibt, bei denen es wirklich auf einzelne Stimmen ankommt, dann stimmt. Als er Oettinger fragt, ob er bitte in Englisch antworten kann, ja, das war komplettes Gold, ne? Ganz bewusst ab. Sowohl Sonneborn als auch Nico Semsrott haben als Parteiabgeordnete außerdem immer wieder mit satirischen Mitteln ernste Themen angesprochen, wie zum Beispiel Korruption. Ich habe auch schon einen Vorschlag, wie das aussehen könnte. Das hier wäre der Ansatz. So. 2019. Er hat ja auch, ich glaube, die ersten Tage, wo Sonneborn in Brüssel war, hat er ja auch quasi gezeigt, wie er von den ganzen Lobbys und so eingeladen wurde, immer zum Essen. Und er meinte, ich glaube, seine Challenge war es, glaube ich, eine Woche lang selber nichts für Essen und Trinken auszugeben. Und dann sind die einfach da von Party zu Party gegangen und haben sich da berieseln und beschenken lassen. Ansonsten hat sich die Partei auch. Und das mit der FIFA, das ist das Allergeilste gewesen. Außerdem in einem überraschend ernsten Werbespot für Seenotrettung eingesetzt. Und auch in anderen europäischen Ländern gibt es Beispiele, wie mit satirischen Themen Wahlen gewonnen werden, dann aber doch Verantwortung übernommen werden muss, sobald es um etwas geht. Manchmal sogar um eine ganze Hauptstadt. Der isländische Komiker und Künstler Jón Narr ist 2010 mit einem satirischen Wahlkampf sogar Bürgermeister von Reykjavik geworden. Im Amt hat er dann größtenteils ernsthafte Politik gemacht. Reykjavik ist unter seiner Führung sogar quasi schuldenfrei geworden. Ja, ich glaube, wenn du dann wirklich in die Regierungsverantwortung gewählt wirst, dann musst du auch nochmal... Da kannst du ja nicht die ganze Zeit nur irgendwie keckig sein. Dann musst du tatsächlich auch ein bisschen was zeigen. Spannend ist, auch er kommt ursprünglich aus der Punk-Szene und damit schließt sich wieder der Kreis zu Dominik Vlasny und seiner Bierpartei. Also nochmal zurück zu Vlasny aka Marco Pogo. Wie sieht das hier aus? Wird die Bierpartei wirklich bald eine relevante Kraft in Österreich? Sogar auf Bundesebene? Klar ist, der dritte Platz und die mehr als 337.000 Stimmen bei der Wahl zum Bundespräsidenten haben für viel Aufsehen gesorgt. Hier hat Vlasny aber auch einiges in die Karten gespielt. Die Bierpartei hat bei der Bundespräsidentschaftswahl einfach die Gunst der Stunde genutzt, um wirklich national bekannt zu werden. Denn da der Amtsinhaber Alexander Van der Bellen wieder angetreten ist, haben alle Parlamentsparteien mit Ausnahme der FPÖ auf einen eigenen Kandidaten oder Kandidatin verzichtet. Das war natürlich die große Chance für alle Außenseiter. Ich glaube, ich werde auch einfach Bundespräsident. Na klar, wenn die wieder wählen, dann sage ich, als Kandidaten haben wir den und den und Herr Dackelmann von der CDU und da haben wir noch Hakon. Der würde die ganzen Dienstreisen alle aus seinem Streamingzimmer machen. Und Dominik Vlasny hat sie mit einem auch im Internet gut vorgetragenen Wahlkampf am besten genutzt. Im Nationalratswahlkampf, also deren Bundestagswahlkampf, gäbe es durch Parteien wie die sozialdemokratische SPÖ oder die konservative ÖVP also viel mehr Konkurrenz. Außerdem ist... Ah, Volkswagen, Dankeschön für eure Donation, 500.000 Euro. Kuss, Digga. Der Organisationsaufwand deutlich größer. Im Idealfall hat die Partei nämlich nicht nur eine Bundeskandidatenliste, sondern auch eine für jedes Bundesland. Da gibt es in Österreich nämlich auch ganze 9 Stück von. Und bisher gibt es noch keine sicheren Anzeichen. Das habe ich nie verstanden. Warum ist ein Oberösterreich und Niederösterreich nebeneinander? Ich dachte, das niedere Österreich ist irgendwo unten. Aber Niederösterreich ist faktisch Oberösterreich. Sauft ihr, oder? Ja gut. Ein Anzeichen, dass die Bierpartei überhaupt nächstes Jahr antritt. Es wird sich alles weisen. Sie hätte aber allen Grund anzutreten. Im Juni hat die Bierpartei in der Sonntagsfrage vom Boulevardblatt heute 12% erreicht. Aktuelle Umfragen sehen sie deutlich niedriger, aber auch bei denen würde die Bierpartei ins Parlament einziehen. Dazu muss man sagen, oben, unten, kommt auch immer darauf an, aus welcher Richtung man kommt, ja. Solche Sonntagsfragen ein Jahr vor der Wahl zeigen zwar einen aktuellen Trend, sind aber mit Vorsicht zu genießen. Aber sagen wir mal, die Bierpartei tritt an und schafft es in den Nationalrat.
kann sie da überhaupt was bewirken? Von Angeboten der anderen Parteien hält Vlasny grundsätzlich schon mal wenig. Ich werde die Möglichkeit gleich nutzen, um es den anderen Parteien auszurichten. Sie brauchen es gar nicht probieren. Es mag ja sein, dass Dominik Vlasny und die Bierpartei standhaft bleiben und jegliche formale Koalition ausschließen. Nur irgendwann gibt es Abstimmungen, sei es in einem Gemeinde-, Landes- oder Bundesparlament. Und da ist man für oder gegen einen sachthemenbezogenen Gesetzesvorschlag und beeinflusst damit natürlich auch Mehrheiten. Und wenn es am Ende auch nicht das Parlament wird, bei einer anderen Wahl stehen die Chancen für die Bierpartei deutlich besser. Wahrscheinlich spannender wird die Frage, tritt die Bierpartei bei der nächsten Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl an? Das ist immerhin die Bundeshauptstadt, dort hat aber die Bierpartei ihre Wurzeln und dort ist der Gemeinderatseinzug nicht unrealistisch. Fazit, der ehemalige Parteipolitiker Nico Semsrott hat gesagt, wenn Politiker nur noch Satire machen, müssen wir Satiriker wohl Politik machen. Und offensichtlich kommt das gut an. Mit Satire können Parteien für Aufsehen sorgen und Sympathien sammeln. Authentische Typen mit lustigen Sprüchen, oft auf Kosten von normalen Parteien, so lässt sich gut Opposition machen. Wenn man sich aber immer nur über die Politik und das System lustig macht, dann ist das destruktiv. Das kann man so lange machen, bis man wirklich erfolgreich wird. Dann heißt es oft, wer wirklich etwas verändern möchte und nicht nur auf etwas aufmerksam machen will, kommt irgendwann um etwas Ernsthaftigkeit nicht herum. Offensichtlich bemüht sich die Bierpartei immer mehr um diese Ernsthaftigkeit. Das sieht man an ihrer Arbeit in den Wiener Bezirksräten und auch auf Twitter. Ex. Hier bezieht die Partei... Ich sag weiter Twitter, Bruder. Lass dir von denen gar nichts sagen. Zum Beispiel Stellung zum Nahostkonflikt oder zum Kindergartenstreik in Wien. Inhaltlich muss dann aber auch irgendwann ein richtiges Programm mit klaren Positionen folgen, an dem man die Partei messen kann. Bis das da ist, bleibt die Bierpartei eine lokal agierende Kleinpartei und auf Bundesebene ein Sammelbecken für Protestwähler. Hier bietet sie sich als Ausdruck für Unzufriedene an, die eher links stehen und sich nicht vorstellen können, eine rechtspopulistische Partei zu wählen und könnte auch den einen oder anderen Nichtwähler für sich gewinnen. Es ist ziemlich beachtlich, wie viele Fans die Bierpartei mittlerweile hinter sich versammeln kann. Ob es dann am Ende... Ich muss zugeben, ich bin jetzt auch ein Fangirl tatsächlich von der Bierpartei. Das klingt alles, es ist lustig und gleichzeitig ernst, genau wie dieser Stream hier. Es bringt mich zum Weinen und gleichzeitig kann ich mich daran bereichern. Wenn eine wirklich relevante Wahlerfolge gegeben wird, das wird sich noch zeigen. Bis dahin, Prost. Was ist das für Waterdrop in deinem Glas? Was meint ihr? Könnt ihr euch vorstellen, eine Satirepartei zu wählen? Oder ist es für euch eine weggeworfene Stimme? Schreibt es mal in die Kommentare. Unser Abo-Button gibt euch jede Woche einen aus. Naja, also ich für weggeworfene Stimme würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde vor allen Dingen sagen, YouTube. Wenn ihr das gesehen habt und jetzt auch einen riesen Dosch habt, dann kommt da mal auf Twitch vorbei. Ich gebe einen aus. Macht's gut. Sozialpolitik machen wir hier auch irgendwie. Aber keiner muss nüchtern bleiben. Macht's gut und bis bald auf Twitch.